So, hallo und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag über Python. Ich freue mich über das rege Interesse, das Python scheinens fast jedes Jahr weckt. Ich heiße Gerald Sinaclan de Grancy, würde mich freuen, im Allgemeinen Gerald oder wie auch immer sonst genannt zu werden, Sinaclan de Grancy, nur für die, die es wirklich, wirklich aussprechen können. Der Vortrag ist sehr ähnlich einem Vortrag, den ich vor 3 Jahren gehalten habe. Grund dafür ist Hausbau, das heißt, ich war Tischler, Installateur, Elektriker etc. in den letzten Wochen und hatte nicht so viel Zeit, wie ich gerne gehabt hätte. Was neu ist, und das ist, glaube ich, gerade wichtig am Vortrag, ist das Follow-up-Material. Der Vortrag soll ja eigentlich nur den Appetit anregen für diejenigen, die sich für Python ein wenig interessieren. Aber in einer Dreiviertelstunde eine Programmiersprache zu erlernen, ist sehr, sehr, sehr knapp in der Zeit bemessen. Es ist meine Frage, wer ist denn schon Python-Programmierer im Raum? Ich erkenne ja ein paar, seit vielen Jahren immer die gleichen interessierten Gesichter und freue mich davon. Also ich hoffe, dass vielleicht eine Kleinigkeit neu dabei ist und vor allem das Lehrmaterial dazu ist hoffentlich spannend. Was werde ich heute erzählen? Zuerst eben, worum geht es bei Python? Was kann Python? Was ist bei Python anders als bei anderen Programmiersprachen? Warum gefällt mir Python? Ein paar Worte über Programmiertools. Ich glaube, der Thomas Aglassinger hat heute eh schon was erzählt. Hello Keith, I'm on it. Dann ein klein wenig über die Syntax von Python. Das hält sich aber in Grenzen. Warum? Die einen Beispiele sind so simpel, dass man es mit einer Textverarbeitung oder mit einem Tabellenkalkulationsprogramm mindestens genauso gut, aber viel schneller hinkriegt. Andere Beispiele, die interessanter sind, sind so kompliziert, dass man es in der ersten Dreiviertelstunde schwer verstehen kann. Bitte, ja, abwägen. Also ich habe von beiden ein bisschen was drinnen. Gut, schauen wir uns an. Warum gefällt mir Python? Was finde ich toll daran? Nummer 1 ist, es ist Open Source. Und zwar komplett Open Source, also deine eigene Lizenz. Das heißt so viel, wenn man eine Firma gründen möchte und seine Software verkaufen, kann man Python Software darin einbauen, ohne lizenzrechtliche Schwierigkeiten zu bekommen. Nicht ganz unerheblich. Nummer 2, Multi-Paradigm. Man kann alles damit machen, was man mit normalen Programmiersprachen machen könnte. Das heißt, ich kann Spaghetti-Code produzieren, der einigermaßen hässlich ist. Ich kann prozedural programmieren, so wie in C. Ich kann objektorientiert programmieren, wie in Java und C++. Ich kann funktional programmieren, ähnlich wie in SML etc. Das heißt, ich habe viel Freiheit. Plattformunabhängig. Python-Code läuft auf. Wo sind wir auf den Linux-Tagen? Offensichtlich läuft es auf Linux. Es läuft auf Windows, es läuft auf Mac, es läuft auf diversen Unixes. Es läuft auf Android und ich habe ein paar weitere Beispiele hier auf Amiga, BIOS, Windows CE, DOS, QNX etc. Ich mag gar nicht alle aufzählen. Also es ist ziemlich gut plattformunabhängig. Simple und elegante Syntax ist natürlich immer eine Geschmackssache, was schöne Syntax so ist. Very easy to learn, das finde ich persönlich ist wichtig, wenn man als kompletter Newcomer zum Programmieren kommt. Ist Python in meinen Augen die einfachste Sprache. Also für Newcomer sicher sehr gut geeignet, mit einem großen Wermutstropfen. Hat ein Kollege von mir einmal gesagt, wenn man wirklich programmieren lernen will, so richtig, dann soll man nicht mit Python beginnen. Warum? Ein richtiger Programmierer kann immer viele Sprachen. Für jede Sprache oder für jeden Anwendungszweck die beste Sprache. Wenn man jetzt mit Python beginnt, ist das Erlernen jeder anderen Sprache viel frustrierender. Umgekehrt, wenn ich von C++ komme, dann denkt man sich, ah, so einfach geht's auch. Ist kein Scherz, also bei Betriebswirtschaftsstudenten sage ich, wenn eine Programmiersprache, dann Python. Bei Telematik- oder Softwareentwicklungsstudenten in Graz würde ich sagen, Python lieber nach hinten verschieben. Also schon recht pragmatisch dann. Focus on task, not language, das heißt, wenn ich ein Problem zu lösen habe, konzentriere ich mich auf die Lösung des Problems und nicht auf die Sprache Python dabei. Das finde ich relativ gut, das heißt, man hat relativ wenig Overhead. Und es ist ganz gut für Rapid Prototyping, das heißt, ich habe relativ wenig Lines of Code bei Python. Das heißt, Programme kann man schnell implementieren, sie laufen dann im Endeffekt aber nicht so schnell. Aber es ist praktisch, einen Prototypen in Python zu implementieren und sei es notwendig, kann man dann noch immer andere Sprachen wählen. Batteries included heißt so viel wie, wir brauchen nicht jede Menge Third-Party-Bibliotheken für Standard-Tasks. Normale Tasks des täglichen Lebens, Python installieren und man hat alles, was man braucht. Möchte man mehr haben, gibt es natürlich zusätzliche Auswahl. Aber Standarddatentypen wie intelligente Listen, die wissen, wie viele Elemente sie haben, die sich darum kümmern, dass man keine Overflows oder
sonstige Sicherheitsprobleme hat, das ist alles mit dabei. Dictionary Types, also Mappings etc., braucht man nicht Third-Party-Libraries dafür noch. Allerdings gibt es natürlich für ziemlich jeden nur erdenklichen Zweck auch Third-Party-Libraries. Habe ich Beispiele dafür. Numerische Kalkulationen sind, ich sehe auch Studentinnen und Studenten und Vortragende, dort wo man früher MATLAB sehr viel verwendet hat, ist Python jetzt immer interessanter. Zum Beispiel auf der KTH in Stockholm wird Python gerne verwendet, weil ich genau die gleichen Berechnungen numerisch machen kann mit einer Bibliothek namens NumPy. Audio Post Processing habe ich deswegen als Beispiel drin, weil wir in Graz eine junge aufstrebende Firma haben, die sich damit beschäftigt. Kann man auch sehr, sehr gut machen. Image Processing, das heißt Bildbearbeitung, Systemadministration, Web Development. Wer kann mir sagen, womit kann ich Web Development machen in Python? Zum Beispiel, ich wollte nicht ein Beispiel nennen, es gibt ja viele verschiedene Bibliotheken und sonst habe ich wieder nur eine suggeriert. GUI Development, Frontends kann man, irgendwelche Ideen, womit kann ich Frontends machen in Python? Mit TK-Inter, das bekommt man direkt dabei, Batteries included, womit noch, mit Qt, mit GTK, mit WX-Widgets, etc. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele, also man kann circa alles machen mit Python. Und die Größe der Community hat Vorteile, das kann man nicht wegleugnen. Ich glaube persönlich, dass der größte Vorteil von Microsoft Windows ist, dass es einfach so viele Microsoft Windows User gibt, man kann immer jemanden fragen. In Python schaut es nicht viel anders aus. Wir haben in Python die Python User Group Graz, die sich einmal im Monat trifft, wo man wirklich gute Experten hat, die viel Wissen haben und einem ordentlich weiterhelfen können. Was bringt es noch für Vorteile, die Community? Es gibt viele Tools, gute IDEs etc. Also die Sprache hat viel zu bieten. Is Python good for me? Das muss bitte dann am Ende vom Vortrag jeder für sich selbst entscheiden. Schauen wir uns einmal an, was man so machen kann. Was für mich nicht unwichtig ist, die Dinge sollen nicht einen Selbstzweck haben, sondern über kurz oder lang. Leider irgendwo regiert das Geld, das heißt, Jobs wären doch nett. Wenn ich eine Sprache lerne, die dann niemand verwenden möchte oder niemand mich dafür bezahlen möchte, dass ich sie verwende, wäre das öd. Schauen wir mal auf das What. Laden wir da hier, das ist das Python Jobboard, das ist international, aber hat nur Python Jobs drauf. Die sind in der Welt verteilt, hier haben wir einen Job in Deutschland. Es gibt auch in Österreich, man muss einfach durchschauen. Aber gut, das ist nur eine Jobbörse. Also wie schaut es jetzt aus mit Graz? CareerChat, ich bekomme von keiner dieser Firmen gezahlt. Das sind einfach Beispiele, wo man ganz gut suchen kann. Suchbegriff Python, Ort Graz. Und schauen wir, was wir da haben. Sind in Summe 18 Stellenangebote, das ändert sich tagtäglich. Teilweise sind manche Stellenangebote auch doppelt drinnen. Schauen wir mal, ob wir da die Avibit zum Beispiel haben, Systems Engineer bei der Avibit, die draußen auch ausstellen. Python ist auch in Graz einigermaßen gefragt. Geht man in den internationalen Bereich, ist natürlich mehr los. Also, Jobs gibt's. Ein Grund mehr, es eventuell zu erlernen. Tools, Python Standard Software. Wenn man Python runterlädt, bekommt man nicht immer das Gleiche, je nach Betriebssystem. Man bekommt immer den Python Interpreter. Und unter Windows bekommt man dann gleichzeitig mit einen kleinen Texteditor, der ja, einigermaßen verwendbar ist und sich idle nennt. Unter Linux bekommt man nicht mit. Warum bloß? Weil die Linuxer im Regelfall eine sehr starke Meinung über ihren eigenen Texteditor haben und jeder zusätzliche Texteditor ohnehin eine ganz, ganz schlechte Idee ist. So, da suggeriere ich gleich einen davon, GNU Emacs Python Mode. Ist eine Möglichkeit, Python recht gut zu entwickeln unter Linux für die Emacser. Und mir ist ein furchtbarer Verbar passiert, sehe ich gerade. Die nächste Zeile ist nicht der VI-Python-Mode, aber es gibt ihn auch. Genannt sei er hiermit. IPython ist eine gute Shell, mit der man interaktiv programmieren kann. Schauen wir uns einmal ganz kurz an. Ich tippe zuerst einmal Python 3 hier in meine Shell und bekomme eine Python 3-Shell. Kann hier direkt programmieren. Ich sage jetzt was ganz was Tolles, 3 plus 5. Oder print hello world. Oder ich möchte eine Wurzel berechnen, import das math-Modul, math. Und die Autocompletion in der Shell, wie man sie von der Bash kennt, gibt es mittlerweile in Python auch. Machen wir zwei Tabs, da sehen wir dann die Funktionen, die es gibt. Square root sqrt, also square root, Klammer auf. Nehmen wir was leicht berechenbares, Square Root von 9 ist 3. Diese Shell ist nicht so schlecht, aber die IPython 3 Shell ist
eine, die mir persönlich noch mehr zusagt. Wir haben jetzt bei Default schon Syntax Highlighting an. Ich mache das gleiche, import math, math. Die Autocompletion filtert bereits alles Mögliche weg. Ich mache mal Square Root, hinten noch ein Fragezeichen. Man bekommt Hilfe zur Square Root-Funktion. Was könnte man noch machen? Wir können Shell-Kommandos direkt hineinwerfen. Machen wir ein ls und sehen den Inhalt vom aktuellen Verzeichnis. Das ist reine Bash oder pwd, Print Working Directory. Das heißt, ich kann Python-Kommandos mit Shell-Kommandos bunt durchmischen. Das ist immer wieder relativ praktisch. Shell hat natürlich noch viel mehr zu bieten, aber wie gesagt, ich möchte nur ein wenig Appetit anregen. Tab Completion haben wir sowieso. So, den haben wir auch schon gemacht. PDP, der Python Debugger. Eine Programmiersprache ohne Debugger eignet sich in meinen Augen nur mäßig für wirklich große Projekte. Ich habe mal recht viel mit Pyke programmieren müssen, ist auch eine schöne Sprache, hat aber keine so große Community und keinen Debugger, weil die Kernentwickler von Pyke der Meinung sind, dass Debugger dumm sind. Das heißt, man hat sehr viel printf und dergleichen in seinem Code drinnen. Schrittweise Ausführungen mit Breakpoints und Conditions sind da etwas netter. Python bietet das alles an und dieser Python-Debugger ist auch inkludiert in den großen IDEs. Nose-Tests. Python hat ein eigenes Unit-Test-Framework. Das funktioniert sehr gut, ist in meinen Augen auch absolut ausreichend. Was nicht direkt dabei ist, ist Test-Discovery. Nehmen wir an, wir haben mehrere hundert Funktionen und zu den mehreren hundert Funktionen, so wie es sich gehört, viele hundert Unit-Tests. Die Unit-Tests sind in verschiedenen Verzeichnissen, in verschiedenen Dateien auf zahllose Testfiles aufgeteilt. Wie kann man auf einmal testen? Mit Nose-Tests. Man schreibt hin, Nose-Tests, Enter. Er sucht alle Tests im Verzeichnisbaum und gibt einem eine schöne Übersicht, welcher Test passt, welcher Test failed. Und dann gibt es natürlich eine Menge an IDEs, die mehr oder weniger vielversprechend sind. In Graz wird verwendet Eclipse mit PyDev. Wenn man Eclipse mag, das ist immer eine Geschmackssache. Ich glaube, die Raiffeisen Informatik Süd, bei der der Thomas Anglassinger, der heute schon vorgetragen hat, arbeitet, die verwenden Eclipse. Ich arbeite nicht dort, weil sie verwenden Eclipse. Offenbar ist ja für mich KDevelop viel, viel besser. Ich bin ein KDE-Freund, da gibt es KDev Python. Es gibt viele gute IDEs. Jeder sucht sich aus, was er haben möchte. Eric ist eine spezielle Python-IDE, aber eben als KDE-Fanboy bin ich natürlich auf KDevelop aus. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen in den Code hinein. Writing text to a console, das ist das klassische Hello World. Wie schaut das Ganze aus in Python? Für die mit einem Laptop hier, ja, die Präsentation ist online. Schauen wir mal kurz. Das Ganze ist ja nichts als eine Webseite, find-santa.eu. Das Find, ist das denn der Lesen da oben, find-santa.eu? Santa ist mein Spitzname seit vielen, vielen Jahren. Das kommt von Santa Claus, wird zu Santa Claus. Offenbar. Und wo findet man Santa Claus unter FindSanta? FindSanta.eu, da haben wir da rechts Presentations und da Conference Presentations, Linux-Tage. Da kann man dann drauf gehen, bekommt genau das gleiche auch. Ich klicke es jetzt nicht mehr durch. Und hier diese kleinen Codebeispiele sind Dateien, die man direkt runterladen kann. Ein Klicksel drauf, Save File und dann kann man es gleich ausprobieren und Fragen stellen. Okay? Ich gehe da genau hin jetzt, wo meine Downloads auch sind. So, gehen wir da hinaus. Jetzt habe ich diese Datei SpamPy runtergeladen. Launching a Program geht mit Python 3 und Name des Programms. Also Python 3 Spam.py. Und herauskommt Spam and Eggs. Naheliegend. Basic.io. User Input bekommt man. Entschuldigung, das ist ein Fehler, das sollte nur Input heißen, nicht Raw Input. Laden wir auch die kurz herunter. Save File. Führen es aus, jetzt wird er sich aufregen. Python 3 Dialog.py. Und er regt sich auf, weil es nicht korrekt ist. Machen wir das kurz wieder gut. Ausgebessert auf Input hier. So, Python 3, Dialog für Y. What do you want to eat? Vegetable Lasagne. Ja, schreibt man das so? Garfield hier. We don't have vegetable lasagna.
Okay, kann man nicht so viel machen. Das wird gleich ausgebessert. Also, User Input ist kein großes Problem in Python. Make the program executable and launch it as a shell script. Unter Linux in der Kommandozeile kann man mit chmod u plus x das Ganze verändern, das heißt, mach's ausführbar. Und sofern diese erste Zeile hier steht, das ist ein Shebang, der sagt der Shell dann, führ das Ganze aus mit Python 3, dann kann ich starten mit Punkt Schrägstrich und Programmname. Wenn ich mich in der Kommandozeile nicht so wohl fühle, wenn wir da vielleicht was anderes aufmachen, kann ich natürlich auch mich so weit durchklickseln, wo ist mein Dialog, PY, rechte Taste, Properties, Permissions, is executable. Das ist genau das gleiche wie das chmod u plus x. Ich weiß nicht, wie die Vorkenntnisse sind. Es gibt sicher einige, die lachen mich jetzt aus. Andere mögen das so Dialog. Jetzt kann ich es als eigenes Programm ausführen. Wenn ich es dann noch in den richtigen Ordner verschiebe, wo automatisch nach Binärdateien gesucht wird, dann geht es so direkt dahin. What you want to eat, das führe ich nicht noch einmal aus, dann ist der Effekt weg. So, reading a file, user input, and printing its content. Wie liest man eine Datei? Es gibt viele Möglichkeiten. Das gängigste Idiom ist with. Das ist ein Context Manager, das heißt, ich mache die Datei auf, verwende dazu den Befehl open und innerhalb von diesem with-Block ist die Datei offen und steht zur Verfügung als in diesem Fall Hist-File. Dieser Name ist ein Variablenname, der frei wählbar ist. Am Ende vom with-Block wird die Datei automatisch geschlossen. Sollten Fehler, Exceptions oder sonst was auftreten drin, wird die Datei auch automatisch geschlossen, weil sie innerhalb vom with nur verwendet werden kann. So eine kleine praktische Nebensächlichkeit. Und jetzt werden wir da hier hingehen. Ich habe die ganzen Dateien schon runtergeladen, einfach, dass es etwas flotter geht und führe dieses read-File hier aus. Python 3 read, jetzt müssen wir in Code gehen, so Python 3 read file und er liest eine Datei aus und schreibt sie einfach zeilenweise auf den Schirm hinaus. Wie macht das? Er schreibt hier liest die gesamte Datei aus, histfile.read, speichert es in einer Variable content und schreibt die Variable hinaus. Flow control. Das heißt, if und dergleichen, Vorschleifen, Whileschleifen etc. In Python werden Blöcke mit 4 Leerzeichen delimited. Geht auch ein Leerzeichen, 2 Leerzeichen, 3 Leerzeichen oder 5 Leerzeichen? Keith weiß es, ja, es geht. Wenn ich jemanden erwische, dann schnell laufen. Wenn ihr keinen guten Grund habt. Man kann auch Tabs verwenden. Mischt man Tabs und Spaces, dann sagt Python 3 No-Go. Lass dich nicht ausführen. Warum immer 4 Spaces? Es ist einfach für die Übersicht und jeder macht's. Rein technisch macht es keinen Unterschied, ob man jetzt 4 Spaces oder 3 Spaces macht oder 2 Spaces. Es ist eine Geschmackssache, nur es ist ziemlich Usus und in vorhandenen Projekten sollte man es auf keinen Fall mischen. Und weil sich ziemlich jeder auf die 4 Spaces geeinigt hat, würde ich auch die 4 Spaces empfehlen. Sonst gibt es de facto eigentlich keinen Grund. So, ein Beispiel hier. Münzwurf. Wir werfen eine Münze, bei Heads gewinnt der eine, bei Tails gewinnt der andere. In dem Fall wird die Funktion random aus der Standard-Library von der Bibliothek random verwendet. Also ich importiere die Funktion random aus dem Modul random. Das Ergebnis von random ist eine Zahl zwischen inklusive 0 und nicht inklusive 1. Und wenn diese Zahl größer gleich 0,5 ist, das heißt in 50% aller Fälle, bekommen wir Tail, Head und in den anderen 50% bekommen wir Tail. So eine einigermaßen faire Münze. Und probieren wir das aus. Python 3, Coin by Y, Tail. Head, Head, Head. Naja, vielleicht nicht. Head, Tail, Head und so weiter. Okay, wie wir wissen, jede neue Chance ist wieder 50-50, unabhängig von bisherigen Chancen. Münzwurf ist, glaube ich, auch noch einfach verständlich. High-Level-Data-Types haben wir auch. Wir haben eben den File-Datentyp, den wir schon gesehen haben. Wir haben Mappings, das heißt Zuordnung von Schlüssel-Wertpaaren. Wir haben Sequenzen, wir haben Strings, wir haben Mengen,
etc. Alles mit dabei, braucht man keine Third-Party-Software. Ein simples Beispiel hier, wir öffnen eine Datei, das haben wir schon vorher gemacht. Die Datei wird geöffnet als Hist-File. Hist-File wird gelesen mit Read-Lines in diesem Fall. Read-Lines gibt eine Sequenz von Zeilen zurück. Das heißt, wir bekommen eine Liste, wo jedes Element eine eigene Zeile ist. Diese Liste kann man dann sortieren mit Sort und ausdrucken. Schauen wir uns das Ergebnis an. Python 3, wie heißt das? Sort File. Jetzt kommt sortiert raus eine Liste. Hier beginnen wir mit Groß A, dann C wie Chromium, E wie Emacs, G wie Gnome etc. Das sind ein paar Open Source Projekte mit Initial Release Dates. Loops. For Element in Sequence. In Python iteriert man. Dankeschön. Für Ungeduldige übrigens. Hier ist der Zeitcounter. Ja? Wenn es dringend ist mit dem Klo, dann kann man jetzt noch gehen. 5 Minuten vor Schluss vielleicht zusammenzwicken. Es ist ganz wie ihr wollt. Aber man weiß, wie lange man noch übrig hat. In Python iteriert man typischerweise über Sequenzen. Also ich muss nicht in 1, 2, 3-dimensionalen Matrizen oder sonstigen Datenstrukturen denken mit Index beginnt bei 0 oder bei 1 oder wo auch immer. Also man sagt einfach, für alle Elemente mach etwas. Es ist jetzt auch mehr und mehr üblich, glaube ich, in Java und C++, dass man, ich sage mal, algorithmischeren Code schreibt. Wie macht man das in dem Fall? Ich lese jetzt wieder die gesamte Datei als ein Array von Zeilen aus und iteriere hier für jede Zeile in der Liste von Lines, schreibe raus die Zeile und entferne Whitespace am Anfang und am Ende von der Zeile. Line ist in dem Fall ein String. Ein String hat auch eigene Funktionen und bietet zum Beispiel an Strip, damit man Leerzeichen wegbekommt. Schauen wir uns das Ganze an. Python 3, 4. Jetzt bekomme ich schön zeilenweise ausgedruckt. Eine Zeile nach der anderen wird rausgeschrieben. So, While Loops. While Loops werden ausgeführt so lange, bis eine Bedingung nicht mehr wahr ist, beziehungsweise werden so lange ausgeführt, wie diese Bedingung wahr ist. Ein Beispiel hier, wir spielen in der Lotterie so lange, bis wir verlieren. Wieder das Random, das wir schon gesehen haben, mit einer 50-50 Chance. Wenn Random größer gleich 0,5 ist, dann haben wir gewonnen. Und spielen wieder und spielen nochmal und spielen nochmal, so lange, bis es kleiner gleich 0,5 ist, das heißt, wir haben die falsche Seite der Münze bekommen, haben verloren und wenn man verliert, sollte man ja besser aufhören und nicht mehr und mehr Geld verlieren. Führen wir das Ganze aus. Python 3, While Loops. Vorher war es besser. Schauen wir nochmal. For Times etc. Ist der Code nachvollziehbar? Das ist, wie gesagt, recht simpel. Schauen wir weiter zu Funktionen. Funktionen sind eine Möglichkeit, Code-Duplikation zu vermeiden. Sobald ich irgendwo ein paar Zeilen identisch habe, sollte ich es lieber in eine Funktion packen. Das ist sozusagen ein benanntes kurzes Code-Stück. Und die Funktion kann ich dann an mehr Stellen aufrufen. Vorteil von der Funktion ist natürlich, wenn ich einen Fehler habe, brauche ich ihn nur einmal ausbessern. Weniger Inkonsistenzen, kann es leichter automatisch testen, etc. etc. Ein anderes Thema. Python bietet natürlich auch Unterstützung für Funktionen. Hier haben wir ein Beispiel. Die Summe von einer x-beliebigen Anzahl von Zahlen. Das heißt, hier habe ich bereits ein etwas weiteres Konstrukt. Ich habe Stern, Numbers. Das heißt, Numbers, das könnte kein Argument sein. Ein Argument, 10 Argumente, 100 Argumente. Hier rufe ich diese Sum-Funktion, die ich definiert habe, mit 3 Argumenten auf. Die werden automatisch in eine Liste von Numbers reingepackt. Und jetzt bleibt nur mehr die Berechnung. Ich initialisiere die Variable total mit 0, iteriere über alle vorhandenen Nummern, addiere sie jeweils zum Total auf und gebe das Total zurück. Schauen wir uns das an. Python 3, wie heißt das Ganze? Sum.by, Summe ist 15,9. Kann jemand schnell nachrechnen. So. Objekte, jetzt beginnt es dann etwas obskurer zu werden. Einführung in objektorientierte Programmierung in 25 Sekunden, kein Problem.
Ganz kurz gesagt, Python unterstützt objektorientierte Programmierung. Und ein kleines Beispiel dazu. Python kann theoretisch Konstruktor und Initialisierung trennen, so wie es in vielen anderen Sprachen üblich ist. Praktisch wird es nicht gemacht. Praktisch greift niemand den Konstruktor an und man nimmt immer das fertig konstruierte Objekt und schreibt in das Objekt in einer Spezialfunktion, die nennt sich --init, hinein, was dieses Objekt an Daten haben soll. Die Klasse wird deklariert mit dem Class-Schlüsselwort und entweder inherited man von Objects, muss man nicht hingeben, ich schreibe nur, dass ich lieber explizit als implizit bin. Und diese init-Funktion ist der Standard-Eingangspunkt, der Initializer der Klasse. Jede Funktion in der Klasse bekommt als erstes Argument self. Self ist das aktuelle Objekt, das man instanzieren kann. Was ich hier mache, ich setze zwei Variablen ins Objekt hinein. Die muss man nicht sonst irgendwo deklarieren, wie es typisch ist in C++ und Java, sondern das, was ich in definiere, das ist dann einfach Teil von den Objekten. Der Unterstrich heißt, es ist ein Private Member. Das heißt, dieses _Students wird nicht gelistet. Python hat aber keine Hardcore Encapsulation, wie es in anderen objektorientierten Sprachen üblich ist, sondern sagt einfach nur, pass auf, das gehört zu diesem Objekt, greif es nicht an, außer du weißt, was du tust, aber es schützt nicht wirklich vor Böswillen des Nutzers des Codes. Also, was macht mein Code hier? Ich lese eine Datei von Studenten ein, damit ich nicht meine eigenen Studentinnen und Studenten hier hineinstelle mit ihren Matrikelnummern, habe ich stattdessen Größen der IT der letzten Jahre genommen. Im Beispiel filtere Zeilen, die leer sind, hinaus, teile die einzelnen Zeilen, also das ist eine tabulator-separierte Liste, wo steht Vorname, Tab, Nachname, Tab, Geburtsjahr, teile das Ganze auf und mache daraus ein Vorname, Nachname, Komma, Geburtsjahr. Und Initial Students, das ist nichts anderes als eine Kopie von der Liste der Students. Was macht diese Klasse? Diese Klasse speichert die Namen meiner Studenten und ich kann dann im Kurs sagen, wenn ich eine Frage habe, wer sie beantworten soll mit einem Zufallsgenerator und bekomme jedes Mal einen anderen Studenten, solange bis alle durch sind und dann kann ich es resetten und wieder von vorne beginnen. Aber es kommt nicht einer dreimal dran und der andere gar nicht. Ich bekomme jedes Jahr in meiner Evaluierung, dass mein Zufallsgenerator nicht zufällig genug ist und das hilft, aber es ist noch immer nicht gut genug. Ja, man hat ja gesehen, viermal Head und keinmal Tail. Das kann nicht ganz recht sein. Die BigStudent-Funktion hier verwendet die Funktion Choice aus dem Random-Modul. Choice ist relativ praktisch. Es gibt mir eine zufällige Auswahl einer Elemente von einer Liste von Elementen. In dem Fall habe ich eine Liste von Studenten und bekomme einen Studenten und eine Studentin zurück. Danach gehe ich her und sage, von der Liste der Studenten und Studentinnen schmeiße die letzte Wahl hinaus, damit es nicht nochmal passiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen PickStudent habe, bekomme ich einen Studenten zurück und dieser Student wird von der Liste entfernt. Damit ich aber wieder zurückgehen kann, habe ich vorher die Kopie gemacht und die Reset-Funktion nimmt die Kopie und kopiert es wiederum in die Student-Liste rein. Ist das so ganz grob nachvollziehbar? Na gut, dann haben wir Objektorientierung binnen, wie lange haben wir gebraucht? 2 Minuten. Grob verstanden. Ups, schauen wir es uns jetzt an. Das Objekt hier hat an sich noch keinen Nutzen, aber ich habe eine Shell drumherum gebaut. Diese Shell hat die Pick-Funktion drinnen, die Reset-Funktion ist noch nicht dokumentiert und die Quit-Funktion. Die Pick-Funktion, da kann ich sagen Help Pick. Wo kommt diese Hilfe her? Print a random student. The student won't be selected again unless reset is called. Das ist, wenn wir da zurückgehen, genau die Hilfe, die ich hier habe. Return a student, remove that student from the list. Ups, na, Entschuldigung, das ist die Hilfe von der Shell, die kommt gleich im Nachhinein. So, jetzt machen wir mal Pick. Ivan Sutherland, Pick. John von Neumann, Pick Claude Shannon, Pick. Also Telematikstudenten und Softwarestudentinnen sollten da schon ein paar Leute erkennen. Donald Knuth, was hat der gemacht? Wie bitte?
Genau, und warum hat er Tech gemacht? Er wollte ein Buch schreiben, es gab nichts Besseres. Ganz einfach, er wollte die Art of Computer Science schreiben. Immerhin, es ist 14.30 Uhr, ich muss schauen, dass wir interaktiv bleiben. Es ist eigentlich Fresslähmungszeit, also, da schläft man normal. Gut, so, wo sind jetzt die Vorteile über einem Spreadsheet? Also über LibreOffice, Calc, Excel etc. Bis jetzt habe ich noch relativ wenig Vorteile gezeigt. Warum? Weil es ist eine Einführung in Python. Und bei der Einführung habe ich eben gemeint, ganz komplizierten Code zu zeigen, ist nicht fein. Also zeige ich noch ein paar Beispiele von dem, was Python tun kann. Minor Number Crunching. Ich kann Matrizen multiplizieren. Hier haben wir einiges an Code. Import NumPy, das ist eine Third-Party-Library, die circa das macht, was MATLAB sonst macht. Und möchte jetzt hergehen und diesen Code nicht einfach ausführen, sondern diesen Code kopieren. Wenn man Code kopieren will in Python, könnte man in die IPython-Shell gehen. Machst du dann offen, machst du auf IPython 3. Und da gibt es eine Magic-Function namens cpaste. Bei der Ausführung von cpaste kann ich mehrere Zeilen von Code einfügen, muss am Ende zwei Bindestriche reingeben. Fertig. Jetzt ist dieser Code drinnen ausgeführt. Ich kann mir A anzeigen, das ist diese Matrix. Ich kann mir B anzeigen, das ist jene Matrix. Die Multiplikation A.B ist normale Matrix-Multiplikation und das ist das Ergebnis davon. Das heißt, ich kann circa das machen, was ich in den Basics mit MATLAB machen kann. Natürlich für mehr Rechnen brauche ich mehr Imports, also mehr Bibliotheken. Das kann man noch so machen. Draw nice graphs. Als Student habe ich mir immer wieder gedacht, die Professoren schmieren das so schön auf die Tafel. Ich hätte es gern vielleicht elektronisch. Die Professorinnen und Professoren können das schon elektronisch, aber wie macht man das wirklich? Klar, ich kann 10.000 Zeilen in Excel machen und dann draußen einen Graphen erstellen, aber das ist mühselig. Wäre doch viel netter, wenn man das Ganze mit Python könnte. Natürlich geht das. Hier, Matplotlib, ein kurzes Beispiel. Ich setze zwei Werte. Mu, das ist der Mittelwert. Sigma, die Standardabweichung. Das heißt, wir haben hier 0 und 1. Das sind die Werte von einer Standardnormalverteilung. Mache einen neuen Plot. Ich sage jetzt kurz aus Zeitgründen, mache ein bisschen Plotmagie. Und am Ende sage ich plot.savefig. Das Ganze wird gespeichert als density.svg. Ich kann es auch als PDF speichern, man kann es speichern als PNG, was auch immer man so braucht. Führen wir mal dieses PDF aus. So, dann gehen wir wieder hinaus. Python 3 PDF.py. QuenView Data. Wohin haben wir es gespeichert? In density.svg. Bam, bam, bam. Und hier ist unser schöner Graph. Was vielleicht auffällt ist, wir haben hier im Graph, machen wir es etwas größer, zerren das rauf, das schaut schon ein bisschen aus wie ein LaTeX-Zeichen. In Matplotlib kann ich direkt LaTeX-Formeln inkludieren, indem ich einfach Dollar am Anfang und Dollar am Ende hinsetze und bekomme meine LaTeX-Formeln gesetzt. Was haben wir noch? Shell-Interfaces könnten wir bauen. Python bietet uns in der Standard Library das Modul Command, mit dem man genau das, was ich vorhin gezeigt habe, bauen kann. Eine interaktive Shell. Diese interaktive Shell benötigt eine Reihe von Do-Funktionen, Do underscore, und das, was dahinter kommt im Namen, das sind dann die Befehle, die unsere Shell unterstützt. Vorher haben wir gesehen, es gibt Pick und es gibt Quit. Ich kann es noch einmal ausführen. So, Python 3 Shell. Es gibt hier mit Help, haben wir documented ist Help und Pick, nicht documented ist Quit und Reset. Wenn wir das hier anschauen, wir haben Reset ohne einen Docstring, im Quit ohne Dokumentation, Pick allerdings hat Dokumentation. Und jetzt stimmt es dann auch, mit Help Pick bekomme ich genau die Dokumentation hinausgeschrieben, die hier steht. Führe ich Pick, ups, was passiert da? Unknown Syntaxer. Führe ich Pick aus, bekomme ich nichts anderes als den Aufruf von dieser Funktion. Und die Funktion ruft von dem Student Picker, den wir vorher definiert haben, die Funktion PickStudent auf. Was kann man noch machen? Grafische Interfaces. Eben, ich bin KDE-Fanboy, das heißt, mein Beispiel ist natürlich ein Qt-Beispiel,
auch wenn für Anfänger DK-Inter vielleicht einfacher wäre. Was muss man machen? Man muss Qt4 oder neuer installieren. Was haben wir hier? Wir haben eine neue Klasse, StudentPickerWindow, sie inherited vom QtQWidget. Was macht man dabei? Wir müssen sogenannte Signals und Slots miteinander verbinden. Hier bitte um Verständnis aus Zeitgründen. In Ruhe zu Hause durchlesen, der Code ist keine Magie. Ich zeige es lieber her, das ist etwas netter. Python 3, Qt.py und bekomme hier ein ganz kleines Fenster mit einem Pick-Knopf und einem Reset-Knopf. Drücke ich auf Pick, bekomme ich einen Namen nach dem anderen. Das ist etwas klein leider. Einen Namen nach dem nächsten. Wenn ich auf Reset drücke, kann ich wiederum die gleichen Namen von vorne bekommen. Wenn wir durch sind, kommt ein No More Students Available, Use Reset or Quit. Man sieht gleich, dass ich beim Keith meinen Human-Computer Interaction-Kurs gemacht habe. Es ist perfekt designed. So, was haben wir hier? Wir haben, also ich habe es jetzt beibehalten, ein To-Pick und ein To-Reset. Das To-Pick macht es nichts anderes, als das Pick aufzurufen, beziehungsweise das Reset aufzurufen. Und diese Funktionen sind verbunden mit den Knöpfen. Das ist Basic Qt-Programmierung. Also da haben wir hier dieses Connect, Pick mit Qt Core Signal und welche Funktion, also Pick ist in dem Fall der Knopf, das ist das Signal und das hier ist, was er tun soll, wenn man drauf drückt. Aber bitte in Ruhe einfach durchschauen. So, wir sind auf Slide 22 und nur noch 5 Minuten, es geht sich aus. Web Interfaces kann man natürlich auch machen, damit wir nicht alles auf einmal neu haben. Verwenden wir diese oder eine ganz ähnliche Funktion, wie wir sie schon gehabt haben, neu. Wenn wir einen schicken mathematischen Graph darstellen wollen, kann man den natürlich auch einen Webinterface einbauen. Hier in mikroskopischer Schrift steht x-3 mal x-5 plus 3 von 0 bis 5. Ich drücke auf Plot, berechne mir den Graphen und schreibe ihn raus. Hier sieht man sehr hübsch das LaTeX dazu. Machen wir was anderes. Machen wir mal x plus 1 noch und plus 85 und das Ganze von 0 bis 9 oder machen wir es von 1 bis 9 Plot, damit man sieht, dass es realtime im Hintergrund berechnet wird. Schaut so aus, die Grafik etc. Was passiert dabei? Das ist jetzt im Hintergrund ein Django Web Interface, man könnte natürlich auch ein anderes Modul dafür nehmen, das im Hintergrund nichts anderes macht als das Matplotlib-Beispiel, das ich vorher gezeigt habe, etwas modifiziert ausführen. Das Beispiel wird in dem Fall nicht als Datei gespeichert, sondern zurückgegeben im Django-Prozess, der es als Webseite hinausgibt. Keine große Magie auch hier, aber eben in Ruhe anzuschauen. So, und jetzt YPython, Geschmackssache. Ich verwende es eben, weil es alles kann, was ich tun muss. Ich tue mir leicht dabei und ich muss nicht dafür bezahlen. Und ich darf damit Geld verdienen. Und. Und das macht einfach Spaß und es gibt eine tolle Community in Graz. Warum es für euch gut sein kann oder gut ist, muss ich jeder selber überlegen. Ich finde es eben spannend. Und jetzt, das ist so der wichtigste Teil von der Präsentation, Additional Material. Damit wir es post 2000 geschafft haben. Von einer Präsentation zu lernen ist öd. Man muss sich hinsetzen, coden und es muss Spaß machen, aber coden ist immer frustrierend. Das, was ich euch heute gezeigt habe, gibt es natürlich als eine lange, lange Liste von Videotutorials mittlerweile. Das war sozusagen die große Arbeit der letzten Zeit. Eine Introduction zu IPython 3, eine Introduction zu Basic Control Flow, eine Introduction zu While Loops, zu Strings, String Formatting, For Loops, Functions etc. Jeweils circa 10 Minuten kann man sich anschauen, mit vielen Beispielen gut illustriert. Ist allerdings auf Englisch, aber ich gehe davon aus, dass das jeder im Publikum einigermaßen verstehen kann. Vor allem, was ich sage, ist ja eh öd. Das ist hauptsächlich, was man dabei sieht. Und nicht ganz unwichtig, eine Introduction to Software Development in KDE mit Python. Das ist genau dieses CH-Mod, Erstellen von Verzeichnissen, Verschieben von Dateien, Ausführbar machen von Dateien etc. erklärt, kurz und komprimiert und dann eben direkt auf Python angewendet. Kann ich relativ gut empfehlen, ist werbefrei. So, mit 3 Minuten 45 Sekunden Toleranz haben wir Zeit für Fragen. Danke bis jetzt mal für die Aufmerksamkeit.
bitte, Keith. Schöner Einführung, danke, Gerhard. Vielen Dank. Es hat sich nicht gebessert, es hat sich geändert. Okay. In Python 2 konnte man Unicode-Strings verwenden. Das heißt, man schreibt einen String. Ich versuche den Unterschied kurz zu zeigen. Ich habe viele CSV-Dateien mit Unicode, also mit Umlaut, mit Eurozeichen, keine Ahnung. Wenn ich normales Python eingebe und ich mache einen String, ich nenne ihn S und sage Hello, dann ist dieser String ein reiner Byte-String. Will ich in Python 2, Betonung auf Python 2, verwende ich seit Jahren nicht mehr, einen Unicode-String haben, brauche ich ein U vor dem String. Und jetzt ist es ein Unicode-String. Sonst muss man es decoden und encoden. In Python 3 schaut die Welt anders aus. Python 3, S, hello, Keith, nice to see you. Das ist ein Unicode-String. Das heißt, Python 3 kennt eigentlich nur mehr Unicode. Dot. Wenn du es von Dateien reinladest, musst du natürlich sagen, welches Encoding die Datei selbst hat. Bei Default nimmt er das Plattform-Default. Das heißt, bei jedem halbwegs aktuellen Linux hast du ohnehin UTF-8 als Default. Ich würde aber beim Öffnen von Dateien schauen, ob wir eine Datei haben. Nehmen wir IPython, das ist angenehmer. IPython 3. Schauen wir hier, ob wir Dateien haben, jede Menge. Du kannst sagen, with open qt.py encoding is UTF-8 SF f.read. Jetzt kommt nichts raus, weil ich es nirgendwo hinspeichere. Jetzt wird es explizit als UTF-8 gelesen. Wenn du nichts angibst, bist du deiner Plattform ausgeliefert. Also ich würde es lieber explizit machen. Sonst Fragen? Dankbar bin ich für einfache Fragen, die ich auch beantworten kann. Das beste Einsteigerbuch ist das von 2009? Das beste Einsteigerbuch gibt es nicht. Schau mal kurz, was ich da hier stehen habe. Ich mag Dive into Python 3. Es ist sicher ein sehr gutes Einsteigerbuch, wenn man schon programmieren kann. Wenn man noch nie einen Strich programmiert hat, Finger weg davon. Es ist by example. Also in Dive into Python ist es übrigens auch als Android-Applikation, Webseite etc. verfügbar, stets aktualisiert. Er beginnt mit, das ist das Problem, das du lösen willst, das ist ein dickes Stück Code und anhand von dem Code erklärt er dann die Sprache. Das ist jetzt für den blutigen Anfänger nicht so gut. Für blutige Anfänger mag ich Head First Programming. Das ist ein etwas anderes Buch von O'Reilly. Es ist sehr viele Bilder, also man glaubt, das ist so für Altersgruppe 8 bis 10. Meine Studentinnen, die noch nie vorher programmiert haben, schwören drauf. Es ist so richtig viele, viele Grafiken. Ich habe es leider nicht mit. Ganz einfach gehalten, man ist durch das Buch leicht nach einer Woche durch. Also es ist so richtig, ein Kapitel ist in einer Stunde vorbei. Mit Bleistiftübungen, schaut aus wie ein Rätselheft, ist aber didaktisch wirklich, wirklich gut. Und erklärt die Dinge, dass er sie als kompletter Anfänger versteht. Python for Everyone ist eine Alternative, die etwas, soll man sagen, intellektueller oder etwas hochschultauglicher ist. Offiziell, das Buch kostet aber eine Stange Geld, ist von Wiley. Schauen wir gleich, Python for Everyone bei Amazon. So, das ist wirklich teuer, aber wirklich gut. Der Kay Horstmann hat das Buch als Java for Everyone hinausgebracht und hat dann einfach Rands bezahlt oder mit ins Boot genommen, um das gleiche Buch mit Python-Code-Samples zu versehen. Verkauft es, glaube ich, relativ gut und der einzige Unterschied zu Java for Everyone ist, dass es Python-Code-Snippets beinhaltet. Aber das Buch ist hinreichend in die Tiefe gehend, wenn man aber auch hinreichend tief in die Tasche greifen will. Mit Vor- und Nachteilen, sollte bei manchen Bibliotheken aufliegen. Wenn nicht, bitte mir kurze E-Mail schreiben. Ich kann machen, dass es auf der Uni-Bibliothek in Graz demnächst einmal aufliegt, falls es nicht schon da ist. Also die zwei, Python for Everyone, das andere kann ich auch noch kurz zeigen. Head First Programming. Ich empfehle nicht Head First Python. Es gibt es auch, Head First Python. Gibt mir Kopfweh. Headfirst Programming ist wirklich einfach. Headfirst Python ist da ein bisschen zufällig gewählt. Kann man eh hineinschauen. Wie schaut das Buch von innen aus? Viele Bilder, immer wieder die gleichen Leute. So.
So schaut dieses Büchlein aus. Ist recht gut erklärt, ist jetzt nicht mehr ganz up to date, aber es ist hinreichend einfach. Also sie geben fixfertige Beispiele, sagen, ergänze hier was, ergänze da was. Es macht einfach Spaß, man ist schnell durch. Bekommt halt nicht ganz tiefes Wissen, aber wenn man einen schnellen Einstieg haben möchte, ist es fein. Kann man schon programmieren. Das ist Python 3, ja, beide Bücher. Also ich glaube, es steht auch irgendwo explizit drauf. Sonst hinten am Cover steht es, glaube ich, drauf. Also es sind beides Python 3 Einführungen. Ist auch anders kaum mehr zeitgemäß, glaube ich. Kann ich sonst noch helfen? Gibt es noch Fragen? Genau. Bitte. Wie bitte? Kenne ich nicht. Was ist WebPython? Also Python, damit man Webseiten runterlädt, Webbrowser schreibt. Ja, beziehungsweise oder Steuern und Regeln damit. Steuern und Regeln. Es gibt Python Mechanize. Damit kann man Webseiten ähnlich fernsteuern wie mit, wie heißt das Toolkit von Ruby? Fällt mir gerade nicht ein. Also da könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, klicke auf der Webseite bei dem Formular hier hin, fülle dieses Formular so aus, lade das Ergebnis runter und speichere es als Datei. Also da gibt es eine Bibliothek namens Mechanize, die es ganz gut kann. Soweit ich weiß, ist Mechanize aber nicht auf Python 3 portiert noch. Was kann man noch machen? Die Webunterstützung ist durch und durch gut. Es gibt ein eigenes Webbrowser-Modul, da kann man auch einfach den Webbrowser öffnen, den Default-Browser. Man kann hergehen und Seiten runterladen, kann Seiten und Webformate automatisch durchparsen. Also es gibt HTML-Parser und XML-Parser sowie ein JSON-Modul. Also die Unterstützung ist, denke ich, sehr, sehr gut. Ich kann es kurz zeigen. DocPython.org, Standard Library Reference, Web, where is the web? So, Operating System, Interprocess. So, Structured Markup Processing Tools. Also es gibt HTML-Support, ist eine eigene Bibliothek, ein eigenes Modul, HTML.parser und Entities. Dann gibt es E3-Parser, DOM-Parser, SAX-Parser für XML. Und es gibt die Urlib, mit der man die Seiten runterladen kann. Genügt einem das nicht, gibt es Beautiful Soup als Third-Party-Modul und LXML, die auch in HTML5 sehr, sehr gut unterwegs sind. Also die Möglichkeiten, es ist die Frage, was man machen möchte. Aber das, was ich meistens gemacht habe, ist Seiten automatisiert runterladen, um die Daten in großen Massen anzuhäufen, wo die Anbieter der Daten das nicht gerne haben, dass man sie gleichzeitig bekommt. Also so EU-Datenbanken, die gratis im Netz sind, weil sie gratis im Netz sein sollen, aber für große Mengen sollte man dann doch ihnen Geld geben und ich denke mir, dadurch lieber 10.000 Seiten mühselig von Hand runterladen, muss nur schauen, dass man es nicht so schnell macht, dass es ausschaut wie ein DOS-Angriff. Bitte, Keith. Ich wollte noch vielleicht zum Schluss hinweisen auf eine wunderschöne Folie, die mit Slidy gemacht wurde, glaube ich. Zum Thema Slidy. Letztes Jahr habe ich, danke Keith, habe ich Slidy vorgetragen. Und heuer habe ich gelernt, es gibt Nachteile von Slidy, leider auch. Für diese Präsentation musste ich, damit die Präsentation wieder anzusehen ist, Pakete installieren. Also wenn man für eine einzelne Präsentation dann ein Dependency System braucht, ist das merkwürdig. Aber das ist nur, weil die Präsentation eben Django und so weiter im Hintergrund hat, damit es wirklich funktioniert. Und ich hatte kein Django drauf und dann hatte ich andere Module auch nicht, damit man das Ganze zeigen kann. Danke, lieber Keith. Ich zeige es am besten unter Find Santa. Ich werde einen Link in die Präsentation hier auch hineingeben. Es gibt hier unter Teaching, Klammer English, Computational Management Science 1 und 2. Das ist ein guter Tipp, vielen Dank. Hier gibt es Course Syllabus und Course Slides. Es ist ein Python-Kurs auf der Uni Graz. Ordentliche Hörer sind gerne eingeladen. Ich freue mich über begabte und interessierte Zuhörerinnen. Auf jeden Fall. Der Kurs ist im Regelfall ausgebucht oder fast ausgebucht, aber es ist jedes Mal noch möglich gewesen, zusätzliche Leute reinzunehmen. Findet immer im Herbst auf der Uni Graz statt. Für nächstes Jahr ist er auch schon anberaumt. Und sagen wir gleich das All Slides. Genau das, was wir uns angesehen haben, ist etwas in die Länge gezogen. Es gibt eine eigene Präsentation über Functions mit interaktiven Beispielen.
bisschen durchschauen, das Ganze mit mehr Erklärungen. Also das, was sozusagen heute nur eine Slide komplett komprimiert war, ist hier also eine komplette Präsentation mit mehr Möglichkeiten, mehr Infos, mehr weiterführender Literatur und auch Hinweisen zu den Büchern. Ich glaube, hier steht es drinnen, Head First Programming, das ist genau das eine, die anderen sind an geeigneten Stellen auch mit zitiert. Vielen Dank für den Hinweis, Keith. Also auch auf feinsanta.eu zu finden. Und ich haue jetzt eben noch einen Link da rein. Gibt es noch Fragen? Bitte. Was genau sind die Unterschiede zwischen Python 2 und 3, also 2.7? Was genau? Auf der Webseite steht so schön, Python 3 ist the present and future. 2 wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, bei 2.7 kommen nur mehr Bugfixes und Sicherheitsupdates hinein, nicht neue Funktionalität. Das heißt, es gibt jetzt schon Zusatzmodule, ich glaube Statistics, dass es einfach im Alten nicht gibt. In der Syntax gibt es geringe Unterschiede, das heißt, früher war Print ein Keyword, jetzt ist Print eine Funktion. Die Unterschiede sind natürlich um einiges größer. Es gibt, genau in dieser Video-Tutorial-Series, die ich gerade vorhin gezeigt habe, schauen wir mal kurz unter Material, damit wir die anderen nicht zu sehr ins Detail gehen, ein Porting a Python 2 Program to Python 3, 10 Minuten kurze Erklärungen von den Unterschieden anhand von Beispielen. Auf den ersten Blick wird man nicht viel Unterschiede sehen. Es gibt die Punkt-Format-Funktion in Python 3, es gibt natürlich einen taxativen Katalog, es gibt auch Kompatibilitätsbibliotheken, SIGs, die machen, dass der Code sowohl als auch oder in sowohl als auch funktioniert. Konkret ist meine Empfehlung, neue Programme immer in Python 3, alte Programme nach Möglichkeit, wenn es ohne viel Aufwand geht, portieren, geht leider oft nicht. Also wenn man hunderttausende Zeilen Code hat, die von Third-Party-Libraries abhängen und die Third-Party-Libraries sind auch nicht portiert und die berufen dann wieder unter Umständen oder beruhen auf C, C++-Code, dann wird es eher schwerer. Es ist aber extrem viel schon portiert, also es sollte eigentlich fast alles in Python 3 gehen, gerade für neue Projekte. Also Unterschiede wenig zu sehen unter der Haube ist Python 3 konsistenter und etwas logischer in meinen Augen. Gibt es noch Fragen? Sonst laufe ich noch circa 1,5 Stunden hier auf den Linux-Tagen herum, stehe gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Dann bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch schöne Linux-Tage.